Hallo Fußballfreunde, es ist die Nachricht des Tages. Moritz Stoppelkamp erhält beim MSV keinen neuen Vertrag. In dieser Saison hat er 28 Spiele, 7 Tore und 10 Torvorlagen gegeben. Heißt 17 Beteiligungen an Toren, macht ein Drittel aller MSV-Tore aus. Also daran war er beteiligt. Dies scheint den MSV-Verantwortlichen nicht genug zu sein, dass sein Vertrag verlängert wird. In der letzten Zeit wurde ja schon heiß diskutiert, verlängern oder nicht verlängern. Auch ich bin dort sehr, sehr zwiegespalten. Denn zum einen ist es so, natürlich sind die Qualitäten von Stoppelkamp bewusst. Er schießt noch viele Tore, er kostet aber auch viel Geld. Er ist auch sehr, sehr verletzungsanfällig. Ich rede mich hier ein bisschen um den Kragen. Naja, also wie gesagt, während jetzt im Hintergrund ein paar Szenen von Moritz Stoppelkamp laufen, möchte ich nochmal auf seine Karriere kurz beim MSV zurückblicken. In 196 Spielen hat er 65 Tore und 54 Torvorlagen gemacht. Das sind insgesamt 119 Torbeteiligungen in den letzten 6 Jahren, die er für den MSV gespielt hat. Das ist doch schon mal einiges, wie ich finde. Und eigentlich hätte er einen schöneren Abschied verdient als jetzt, denn er ist verletzt. Und es wäre doch schön gewesen, wenn er jetzt vielleicht nochmal am Samstag volle Pulle spielen würde und unseren MSV gegen Saarbrücken zum Sieg schießen würde. Ich jedenfalls wünsche Moritz Stoppelkamp alles Gute für die Zukunft. Schade, dass er nicht mehr beim MSV spielt. Wie seht ihr das denn, Stoppelkamp? Gut, dass sein Vertrag nicht verlängert wird oder nicht. Schreibt es unten in die Kommentare. Wie immer, fair bleiben. Ne? Und auch natürlich sind die Kommentare von anderen Mannschaften gerne bei mir auf dem Kanal gewünscht. Ne? Getrennt in den Farben, vereint in der Sache. Fußball ist einfach geil. So, das war ein schneller Talk von mir. Und wir sehen uns am Sonntag gegen Saarbrücken. Dort gibt es dann noch mal einen Vlog. Jetzt noch viel Spaß. Schönes Wetter und nur der MSV.